Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Finn an. Dieser hat über Verführen mit Persönlichkeit geschrieben, welches er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Verführen mit Persönlichkeit – Erfahrungen. Marc Lambert im Test. Verführen mit Persönlichkeit ist ein Coaching-Produkt zum Thema Dating, Liebe und Beziehungen von Marc Lambert, was sein Programm von anderen unterscheidet. Anstelle nur oberflächliche Techniken zu vermitteln, die zeigen, wie man als Mann bei einer Frau landen kann, will er dem Anwender zeigen, wie er seine Persönlichkeit als Verführungsmethode einsetzen kann. Es gibt bereits tausende Männer, die das Coaching durchlebt und angewendet haben. Heute will ich euch von meinem Verführen mit Persönlichkeit-Test erzählen, was man davon erwarten kann und ob die Umsetzung etwas bei mir gebracht hat. Ein paar Worte zum Autoren. Marc Lambert. Marc Lambert hat viele Jahre lang einen Blog betrieben und dort Ratschläge und Tipps an Männer gegeben. Heutzutage tut er das immer noch als Coach, Autor und Unternehmer. Seine Spezialgebiete sind die Persönlichkeitsentwicklung, Liebe, Beziehungen und Dating. Verführen mit Persönlichkeit – der Inhalt. Dem Autoren ist es extrem wichtig, dass der Interessent weiß, dass es sich um keinen oberflächlichen Kurs handelt. Es werden keine flachen Anmachsprüche erklärt, die bei einer Frau besonders gut zielen. Es werden keine Strategien erläutert, die darauf aus sind, eine oder mehrere Frauen an einem Abend abzuschleppen. Im Titel steht nicht umsonst Persönlichkeit, denn die soll man entfalten und zum Ausdruck bringen. Der Ansatz von Marc Lambert ist es, dass Männer, die gezielt auf der Suche sind nach Strategien, vermutlich noch nicht wissen, was sie genau als Person ausmacht. Genau danach hat er diesen Kurs aufgebaut. Er möchte den Männern dabei helfen, zu ihrer Person zu finden und das andere Geschlecht auf eine natürliche Art und Weise von sich zu überzeugen. Ohne Tricks. Anstelle, dass man sich auf einer oberflächlichen und maskierten Ebene begegnet, soll es darum gehen, sich der Frau an die Person zu zeigen, die man wahrlich im Inneren ist, ohne Maske. Das Vier-Schritte-System. Das Vier-Schritte-System ist die Vorgehensweise bei Verführen mit Persönlichkeit. Generell ist dieses System für unsichere Männer, die ein mangelndes Selbstbewusstsein haben. Kennst du vielleicht diese Situationen? Man wird unsicher schon allein beim Gedanken an ein Gespräch mit einer Frau. Man mag ein bestimmtes Mädchen und will mehr als der gute Freund sein, aber weiß nicht, wie man das anstellen soll. Frauen scheinen generell kein Interesse zu zeigen und man weiß nicht wieso. Wie frage ich mein Gegenüber nach der Nummer und nach einem Date? Man ist bereits in einer Beziehung und möchte das Feuer jeden Tag neu entfachen. Trifft einer dieser Aussagen oder Fragen zu, dann kann dieses System einem weiterhelfen. Hier also einmal in Kurzform der Invasionsplan in 4 Schritten. Die Psychologie der Frauen verstehen. Psychologische Grundkonzepte erklären das Verhalten und die Dynamik zwischen Mann und Frau. Jedem sollte bewusst sein, dass Männer und Frauen grundsätzlich unterschiedlich ticken. Das muss einem aber nicht zwingend im Weg stehen, wenn man es nachvollziehen und verstehen kann. Wann sich eine Frau zu jemandem hingezogen fühlt, ist in ihr fest verankert und nicht von ihr selbst beeinflussbar, aber von ihrem Gesprächspartner. Wenn man weiß, welche Faktoren dabei auslösend sind, dann kann man dies positiv für sich nutzen. Ängste, Zweifel und Blockaden überwinden. Der nächste Schritt bedeutet, dass man an sich selbst arbeitet. Egal wie viel man über die Psychologie kennt, wenn man selbst Blockaden hat, dann nützt einem das theoretische Wissen auch nichts. Man muss lernen, seine Komfortzone zu verlassen und Ängste beiseite zu legen. Alles andere hält einen nur zurück und erlaubt einem nicht, sich zu zeigen, wie man ist. Manchmal versäumt es einem sogar die Chance, sich überhaupt erst zu zeigen. Im zweiten Schritt wird also genau an diesen Blockaden gearbeitet, mit Hilfe von Persönlichkeits- und Verhaltenspsychologie. Soft Skills für den Umgang mit Frauen. Alltäglich verpasst man Momente, aus denen hätte mehr entstehen können. Sei es ein hübsches Mädchen auf der Straße, die man nicht angesprochen hat, oder eine Situation, in der man sie hätte küssen können. Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen fällt vielen Männern extrem schwer. Man kann sich aber auf solche Situationen und andere vorbereiten, indem man sich Fähigkeiten aneignet. Welche Fähigkeiten genau das sind und wie man sie erlernt, ist Teil des dritten Schrittes. Werde zum Richtigen einer Frau. Dieser Schritt richtet sich an jene, die sich nach einer festen Beziehung sehnen. Geht es also um langfristigen Erfolg beim weiblichen Geschlecht, dann muss man der Richtige für sie sein. Marc Lambert hat jahrelang selbst Misserfolge erleben müssen, um die Unterschiede zu erkennen zwischen Dating und einer festen, langen Beziehung. Eine Abkürzung gehen wir alle gerne mal und daher zeigt der letzte Schritt, wie man aktiv daran arbeiten kann, wie man zum Richtigen wird. Zusammengefasst in den Worten vom Autoren erlernt man: Die Logik der Frau und die Psychologie der Anziehung und Verführung kennenlernen. Zu dem Mann werden, dem Frauen von Natur aus nicht widerstehen können. Den Umgang mit Frauen in den kritischen Situationen von der ersten Ansprache hin bis zur Beziehung.
Du lernst einer Frau zu signalisieren, dass du der Richtige für sie bist und wie du es schaffst, dass sie sich ewig zu dir hingezogen fühlt. Wenn man von Natur aus schüchtern ist, dann kann das Agieren mit dem weiblichen Geschlecht manchmal echt unangenehm sein. Ich habe mich immer wieder in Situationen wiedergefunden, in denen ich gerne offener gewesen wäre und mehr gesagt hätte, aber am Ende saß ich doch nur passiv da. Wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin und Freundinnen dabei sind, dann war ich immer der stille Junge, der nicht besonders viel gesagt hat. Häufig war ich dann nur der gute Freund, bei dem man sich ausholen kann. Die absolute Krönung ist es dann noch, wenn ein Mädchen sagt: Warum kann ich nicht jemanden finden, der so ist wie du? Aber ich bin noch so wie ich, was stimmt denn da mit mir nicht? Daher habe ich mir das 4-Schritte-System Verführung und Persönlichkeit gekauft. Das E-Book ist logisch aufgebaut und in einem sehr angenehmen und verständlichen Schreibstil verfasst. Die Tipps, die ich da an die Hand bekommen habe, haben tatsächlich den kompletten Umgang mit Frauen und teilweise auch mit anderen Menschen verändert. Diese Änderung kommt nicht von einem auf den anderen Tag, denn man durchläuft auch einen Prozess des Lernens und Ausprobierens. Ich bin wesentlich offener und habe kein Problem mehr, mit Mädchen zu sprechen oder mit ihnen zu interagieren. Ich komme seltener in die Sprachlosigkeit und fühle mich souveräner. Diese kleine Investition hat mir in diesem Sinne ein neues und besseres Lebensgefühl gegeben, welches ich nicht mehr missen möchte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.